sag mir, welches Parfüm du benutzt und ich sag dir, ob wir Freunde werden können oder nicht. Weil wenn ich ein Date habe und die Person kann noch so gut aussehen, wenn sie falsch riecht, ist der Ofen aus und ich gehe nach Haus. Und ich finde es einfach nur abstoßend. Ich würde sogar so weit gehen, dass dieser Duft überwiegend von Assis getragen wird. Ich wirklich verabscheue. Ich kann das Wort wirklich an dieser Stelle in den Mund nehmen. Ich hasse diesen Duft. Endlich mal wieder Kaffee zum Start eines Videos. Einen wunderschönen hier aus der Hauptstadt und willkommen zu deinem Männermagazin hier auf YouTube. Wenn du meinen Kanal maximal supporten willst, dann schaust du dieses Video tatsächlich bis zum Schluss. Und wenn es Werbeeinblendungen gibt, dann klickst du die natürlich nicht weg, sondern lässt sie bis zum Ende durchlaufen. Also nur, wenn du mich maximal unterstützen willst. Thanks. Wer meinen Kanal länger verfolgt, der mag es vielleicht wissen. Ich habe über 8 Jahre für L'Oréal gearbeitet und zu L'Oréal gehört ja auch eine Luxussparte mit relativ vielen Lizenzdüften. Und somit habe ich knapp 3 Jahre jeden Tag mich mit Parfum beschäftigt, egal ob Herrenparfum oder Frauenparfum. Das war mein täglich Brot. Und diese Leidenschaft hat mich auch nicht mehr losgelassen. Ich schnuppere und rieche mich wirklich sehr, sehr gerne durch die weite Welt der Parfums oder Parfums, je nachdem, wie elegant man es aussprechen möchte oder nicht. Und wie jemand riecht, ist für mich das allererste und oberste Entscheidungskriterium, ob ich für eine Person Sympathie empfinde oder Antipathie. Und in der neuen Rubrik Das Beste und sein Gegenteil stelle ich heute mein, aus meiner Sicht, bestes Lieblingsparfum für den Mann vor, aber dann auch das komplette Gegenteil, nämlich ein Duft, ein Parfum, wo mir einfach nur schlecht wird. Und ihr habt es im Titel schon gesehen, es geht um 2 Düfte, um Sauvage oder Sauvage von Dior und Le Male von Jean-Paul Gaultier. Welches dieser beiden Parfums jetzt für mich das Beste und welches sein Gegenteil ist, die Katze, die lasse ich jetzt noch nicht aus dem Sack, aber ich hoffe, dich interessiert dieses Video und du willst wissen, für welches Parfum ich einen Daumen hoch und was du mir den Daumen runter bekommt. Und ich bin optimistisch und gehe davon aus, dass das für dich sich irgendwie interessant und relevant anhört und deswegen sage ich mal, voller Euphorie, bis gleich. Falls du mich noch nicht kennst, noch eine kurze Vorstellung zu meiner Person. Ich bin Gray Young, ich mache seit 2017 YouTube. Mit meinem Männermagazin möchte ich andere Männer dabei unterstützen und inspirieren, das Beste aus sich herauszuholen. Nochmal ein paar Key Facts zu beiden Düften. Bei Dior Sauvage gibt es bis jetzt 3 verschiedene Varianten. Es startete 2015 mit dem EDT, das Eau de Toilette. Dann kam das Eau de Parfum und jetzt kam, was heißt jetzt, in 2019 wurde das Parfum auf den Markt gebracht. Das heißt 3 verschiedene Varianten. Auf der anderen Seite haben wir das Parfum von Jean-Paul Gaultier Le Male. Ein echter, krasser Klassiker, den es schon seit 1995 gibt. Wahrscheinlich zählt dieser Duft zu den meistverkauften Herrendüften auf der gesamten Welt. Und davon gibt es auch verschiedene Varianten. Es gibt das klassische Eau de Toilette, es gibt das Eau de Toilette Intense und jetzt ganz neu auf den Markt gibt es auch noch das Eau de Parfum Intense. Die Preise von diesen beiden verschiedenen Düften sind eher unterschiedlich, je nachdem, ob man jetzt ein EDP, ein Eau de Toilette oder ein Parfum sich aussucht, variieren die stark und es gibt natürlich immer wieder unterschiedliche Angebote. Tendenziell ist das Dior Parfum schon ein paar Euro teurer als das von Jean-Paul Gaultier. Jetzt denke ich, ist es aber auch wirklich allerhöchste Eisenbahn, mal Farbe zu bekennen, welches dieser beiden Parfums ich richtig nice finde und bei welchem Parfüm ich Reis ausnehme und mir wirklich einfach nur schlecht wird. Also, über was spreche ich als erstes?
Über das Gute natürlich. Ich bin ein Riesenfan von Sauvage von Dior. Dieses Parfum ist wirklich richtig, richtig nice. Das heißt, wenn du ein großes Date vor der Brust hast und die Person deiner Wahl überzeugen möchtest, sich in dich zu verlieben, dann würde ich auf jeden Fall das wärmstens empfehlen. Von der Duftkomposition, also man unterteilt ja die Düfte klassischerweise in Kopfnote, Herznote und Basisnote, kann man Sauvage als einen aromatischen Duft beschreiben. In der Kopfnote sind Bergamotte und Lavendel drin. Interessanterweise sind diese beiden Duftkomponenten auch in Le Male enthalten. Aber Le Male als Gesamtkomposition kriege ich einfach nur einen Brechreiz und hierbei breche ich in Freudentränen aus. In der Herznote ist hier Pfeffer drin und in der Basisnote Vetiver, Amber und Patchouli. Und ich finde, dieser Duft ist einfach nicht in your face. Er ist nicht aufdringlich, aber trotzdem auch nicht unauffällig. Er ist irgendwie raffiniert und geheimnisvoll und man kriegt nicht genug davon. Auf mich hat das sogar so ein richtiges Suchtpotenzial. Und das hat so geprickelt bei mir in der Nase. Also irgendwas ist hier so drin, sowieso was so bei mir in der Nase prickelt wie Brausepulver, auf aber eine sehr positive und angenehme Art. Und ich wurde wirklich ungelogen so oft angesprochen auf diesen Duft, dass mich Leute gefragt haben, ja, was ist das denn? Und ganz ehrlich, ich will ja nicht jedem verraten, warum ich so gut rieche. Also mit euch hier auf meinem Männermagazin teile ich das natürlich gerne, weil ich euch ja inspirieren möchte, aber so jedem x dahergelaufenen Persönchen werde ich natürlich nicht verraten, warum ich so gut dufte. Ich meine, wenn jeder danach riecht, ist es ja nichts mehr Besonderes. Und ja, das ist auf jeden Fall mega nice. Ich habe jetzt hier noch so viel drin. Dann ist dieser Duft auch leider alle. Da muss ich mal gucken, ob ich dann auch das neue von 2019 mir mal anschaffe und mal Probe schnuppere zumindest. Nämlich das Parfum, das ist ja das Eau de Parfum. Vielleicht nochmal etwas Grundlegendes zum Parfum und zu meiner Überzeugung. Ich finde erstmal, man sollte sein Parfum nicht wechseln wie seine Unterhosen. Im Idealfall findet man ein Parfüm, einen Duft, welches man ein Leben lang nutzt, sodass man irgendwann davon sprechen kann, dass es so eine Art Visitenkarte wird oder eine Art Signature-Duft für eine Person. Das, finde ich, ist so meine romantische Vorstellung, wie man ein Parfum nutzt. Manche haben natürlich auch ein anlassbezogenes Parfum, welches für den Büroalltag, eins für, wenn man sich mit seinem Partner trifft oder für Festlichkeiten. Davon halte ich jetzt irgendwie nicht so viel. Also ich finde, man sollte bei einem Duft bleiben. Auch ich habe mehrere Parfums bei mir im Schrank, die ich auch nutze. Aber ich sag mal, so die letzten 6-7 Monate bin ich konsequent bei einem Duft geblieben. Aber das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich der beste Herrenduft, den es aus meiner Meinung gibt. Beziehungsweise der beste Herrenduft, den ich aktuell nutze und zu Hause habe. Und wie gesagt, in der Kopfnote ist Lavendel drin. Lavendel ist ja auch bekannt, dass es einen entspannt und in eine gute Mood versetzt. In diesen Sleeping Sprays, die man aufs Kopfkissen sprüht, sind ja auch Lavendelaromen drin. Und vielleicht trägt das auch dazu bei, dass ich mich immer so gut fühle, wenn ich diesen Duft auftrage oder aufsprühe. Das ist auf jeden Fall meine absolute Empfehlung. Wenn du nicht weißt, so, welchen Duft soll ich mir kaufen, nimm den. Nimm den und dein Umfeld wird dich noch mehr lieben als davor. Wohingegen, wenn du das Gegenteil von einem guten Duft kaufen willst, ja dann würde ich sagen, wenn du dich für Jean-Paul Gaultier Le Male entscheidest, machst du auf jeden Fall alles verkehrt, was man verkehrt machen kann. Das ist insofern irgendwie lustig, dass ich das sage, oder tricky, weil das ja mit zu den meistverkauften Parfums weltweit gehört. Aber ich sage ja immer, nur weil alle etwas machen oder haben wollen oder nutzen, heißt das nicht automatisch, dass es auch gut sein muss. Das hat die Geschichte ja auch oftmals schon bewiesen. Also nur weil fast jeder dieses Parfum mal besessen hat oder besitzt und damit auch rumläuft, heißt das immer noch nicht, dass ich es gut finden muss. Und ich verabscheue dieses Parfüm, diesen Duft. Ich mag es einfach nicht. Und wenn man sich die Duftkomposition anschaut, so haben wir in der Kopfnote, ähnlich tatsächlich wie bei Sauvage,
Lavendel und Bergamotte, aber auch noch zwei andere Düfte enthalten. Ingredients drin, nämlich Minze und Cardamom oder wie immer man das ausspricht. Herznote sind Kümmel, also ich hasse Kümmel. Also Kümmel, bah, ist genauso wie Koriander, das mag ich auch nicht. Orangenblüte und Zimt finde ich eigentlich ganz nice, aber vielleicht dann eher doch irgendwie in einem Kuchen oder im Kaffee. Und als Basisnote sind Sandelholz, Amber, Vanille, Zedernholz und die Tonkabohne drin. Also viele klassische Ingredients, die man oft in Männerparfums findet. Das Ganze ist aber auch hier mehr als die Summe seiner Teile. Und ich finde es einfach nur abstoßend. Ich würde sogar so weit gehen, dass dieser Duft überwiegend von Assis getragen wird. Und ich bin ja sonst gar nicht dafür, zu viele Schubladen aufzumachen. Ich bin eher dafür, dass man leben und leben lassen nach dieser Maxime lebt und einfach auch tolerant ist. Aber wir sind hier ja bei deinem Männermagazin, bei Grey Young, und wir reden hier Klartext. Und vielleicht darf ich auch mal einfach mal meine Meinung sagen, die jetzt eventuell sich ein bisschen provokanter anhört. Aber aus meiner tiefsten Überzeugung, ich beobachte ja schon seit Jahrzehnten, wer diesen Duft trägt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, je asozialer und je assiger ein Mann, umso wahrscheinlicher ist es, dass er Jean-Paul Gaultier Le Male trägt. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das sind meine Erfahrungswerte gebündelt in den letzten Jahren. Und davon lasse ich mich auch nicht abbringen. Abgesehen davon, dass es auch noch eine sehr persönliche Geschichte gibt. Und zwar war ich auf dem Gymnasium mal tatsächlich in ein Mädchen verliebt. In Julia. Blonde Haare. Und die hat sich dann aber für einen Klassenkameraden entschieden, den Michael. Und ihr könnt schon erraten, wie die Geschichte ausgeht. Ganz genau, dieser Michael hat Jean-Paul Gaultier Le Male getragen. Ich habe 99 Abi gemacht, 95 kam der Duft raus, könnt ihr euch ja ausmalen, wie en vogue dieser schreckliche Duft war. Und natürlich verbinden wir mit Düften Erinnerungen und Gefühle und Gefühlslagen. Und wenn man Bilder auch vergessen mag oder Namen vergisst, einen Duft vergisst man nie. Und das Krasse ist, und das kannst du glauben oder nicht, ab dem Moment, wo ich mich mit diesem Duft beschäftigt habe, in Vorbereitung auf das Video, habe ich diesen Duft so krass in der Nase sitzen, dass mir schon ganz übel ist, weil der sich so eingeprägt hat. Also Jean-Paul Gaultier Le Male ist für mich wirklich mit Abstand der schlimmste, gruseligste Duft, den ein Mann tragen kann. Muss ich leider sagen. Und wie es der Zufall will, ist jetzt ja gerade ganz neu auf den Markt gekommen von Jean-Paul Gaultier Le Male das Le Parfum. Intense, ein schwieriges Wort. Das habe ich selber noch nicht gerochen. Aber das könnte natürlich dazu führen, dass du ausgerechnet auf dieses Video gestoßen bist, weil du das bei YouTube eingegeben hast und dann auf meinem Video gelandet bist. Also sorry erstmal, dass ich so viel Schlechtes zu diesem Duft erzählen muss, aber es ist meine persönliche Meinung und um diese geht es hier in diesem Video. Und gegen Jean-Paul Gaultier als Modeschöpfer habe ich ja gar nichts einzuwenden. Ich bin da wirklich begeistert, was er geleistet hat. Aber den Duft, da kann man mich wirklich mitjagen. Und eins muss ich auch nochmal an der Stelle sagen. So wie ich das wahrgenommen habe in den letzten Jahrzehnten, wird dieser Duft ja überwiegend tatsächlich von heterosexuellen, prolligen Männern getragen. Was ich sehr, 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 sehr interessant finde, weil, also wenn man sich die Kommunikation und die Kampagnen und die Werbung zu diesem Duft anguckt und diese Flasche, ja, was so eine Hommage an den Seemann ist, mit dem Gestreiften vorne drauf, und man sich die Werbekampagnen anschaut, ich habe, glaube ich, noch nie eine schwulere Werbung für einen Duft gesehen als für Le Male. Und umso erstaunlicher ist doch, dass, wie gesagt, die meisten Pols und Prollos diesen Duft dann für sich entdecken. Und das ist schon einige Male passiert, dass ich eine Person erblicke, wo ich sagen würde, ach, die ist aber eigentlich ganz sympathisch, sieht die aus, die ist aber auch attraktiv. Und dann kommt die Person näher und dann rieche ich schon, nein. Die trägt diesen Asu-Duft, diesen Usselsduft. Dann ist das Ding für mich gelaufen oder bei einer Verabredung. Ich bin ja schon so weit, dass ich vorher mal anfrage, so leicht, so, was diese Person denkt, für einen Duft zu tragen. Weil wenn ich ein Date habe und die Person kann noch so gut aussehen, wenn sie falsch riecht, ist der Ofen aus und ich gehe nach Hause.
Und so geht es doch wahrscheinlich euch auch, oder? Also ein Duft kann dich mega pushen und attraktiv machen oder genau das Gegenteil. Eine große Gemeinsamkeit gibt es zwischen diesem Sauvage oder Sauvage von Dior und dem Le Male. Beide Düfte halten extrem lang. Was natürlich für mich auch ganz schön furchtbar sein kann, nämlich wenn jemand Le Male trägt. Und ich hatte schon mal in der Vergangenheit einen Praktikanten, der Jean-Paul Gaultier Le Male getragen hat. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das habe ich ihm untersagt. Weil dann kriege ich direkt schlechte Laune und Kopfschmerzen. Wirklich, kriege ich Kopfschmerzen. Ich wirklich verabscheue. Ich kann das Wort wirklich an dieser Stelle in den Mund nehmen. Ich hasse diesen Duft. So, das war mal starker Tobak, oder? Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht krumm, weil dadurch, dass das ja so ein Bestseller ist, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass du, der das Video jetzt gerade guckt, auch diesen Duft bei sich im Regal stehen hat und ihn vielleicht gerade in diesem Moment sogar selber trägt. Dann bitte ich um Entschuldigung. Ich wollte dir wirklich nicht persönlich zu nahe treten, aber es ist ja das Männermagazin. Wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund und es ist meine persönliche Meinung. Aber jetzt interessiere ich mich natürlich brennend für deine Meinung. Welchen Lieblingsduft hast denn du im Badezimmer stehen oder wo auch immer du diesen Duft lagerst? Was sagst du zu meiner Meinung? Stimmst du mir zu, dass Le Male wirklich mit Abstand der beschissenste, gruseligste, ekelhafteste Duft ist, den man sich als Mann aufs Tun tragen kann? Denkst du auch, dass Dior Sauvage wirklich ein solider Duft ist? Also ich finde, wenn alle Männer hiernach riechen würden, dann würden zwar alle Männer gleich riechen, aber zumindest würden alle gut riechen. Das wäre eine schöne Welt, die ich mir wünschen würde. So, das war das erste Mal die Premiere von Das Beste und sein Gegenteil. Ich freue mich, eure Kommentare zu lesen. Schreibt mir alles rein in die Kommentare, was dir gerade so durch den Kopf schießt. Ich bin neugierig und wie gesagt, schreibt mir eure Lieblingsparfums, weil natürlich, ne, vielleicht stoße ich durch euch auf ein Parfum, was mein neuer Lieblingsduft werden könnte. Das wäre natürlich das Idealszenario. Ansonsten, das Video werdet ihr am Sonntag sehen und somit hoffe ich natürlich eindringlich, dass wir uns bereits am Dienstag zu meinem nächsten Video auf deinem Männermagazin wieder zu Gesicht bekommen. Insofern, ne, ihr wisst es, tue nichts, was ich nicht auch tun würde und du bist, was du aus dir machst. In dem Fall, du machst mit Dior Sauvage auf jeden Fall alles richtig. Ich wünsche euch was, hoffentlich bis Dienstag. Euer Gray.